Bam. Okay, die Kanone haben wir schon mal zerstört. Und das war's ja auch schon. Scheimkleister. Ich hätte diese dummen... Oh nein, Freunde. Ich hätte diese dummen Funkgeräte doch zerstören sollen. Ganz am Anfang. Ganz zum Anfang. Oh. Jetzt brauchen wir wieder neue Kinder. Oh, komm jetzt. Toll. Ja, tut mir leid, Freunde. Tut es dir gar nicht. Das machst du voll mit Absicht. Hier ist das Wasser und hier... Oh, vorne ist das Kombi-Device. Was ist das Scheiße? Ich hab da aber drauf geschossen, oder? So. Ja, toll. Oh. Das ist eine Scheiße. Tut mir leid, Freunde. Aber ihr merkt ja, ich komme hier recht schnell durch das Level durch. Und das hätte ich jetzt, wollte ich jetzt nicht cutten. Für eine Minute gerade angefangen. Ah, der zuckende Bildschirm, ey. Ey, diese Engine hier ist so der Hammer. Ja, Freunde, es tut mir leid, ihr seht jetzt bestimmt immer nur so ein bisschen was, weil ich hier so komisch durch die Gegend slide. Ist eigentlich der Gegner gleich wieder respawnt? Oh, geht durch. Nicht gleich. Ich bin so wieder durchgesprungen. Ich sag's euch. Nee. Schnell. Ist dann was zu sehen? Oh. Oh. By 1940, the combined armed forces of Nazi Germany were unlike anything the modern world had ever seen. After their brutal success in Poland, the Wehrmacht prepared to unleash their lightning war against the West. It was over quickly. You've been on some tough assignments, Manon, but this time we're sending you to a rather dark place. This, of course, is Heinrich Himmler, Reichsfuhrer of the SS. One of the more pitiful excuses for a human being that you'll ever encounter. Did you know he was a fertilizer salesman before the war? The quality of his current product isn't much different. He spent the last few years trying to sell Hitler on the creation of an official SS nation-state within Germany, establishing a royal class among the master race. Unfortunately, Himmler and the SS seem to be getting their way. The influence of this criminal organization has continued to grow as the war has gone on, to the point that they already have many trappings of an autonomous republic, including their own economy, political system, even their own army, the Waffen-SS, and now it seems their own capital. This is Wevelsburg. It's a castle in the Paderborn region near the town of Buren that Himmler has slowly been converting into his personal palace over the last couple of years. Since the SS has so much power and is responsible for so much within the Third Reich, we've decided to send you inside Wevelsburg to find out what exactly is going on in there. Steal whatever documents you can. They'll not only inform us of their current activities, but they also might prove to be valuable evidence at the inevitable war crimes tribunal for these deviants. Your transport leaves tomorrow morning at 0500 hours. Be extremely careful, Manon. We're not sure what you're going to encounter, except that it's most likely going to be bad.
Schon wieder gegen das Mikrofon kommen. Ach, das ist immer so in der Nähe von der Hand. So, wir arbeiten mit einer Armbrust. Ziemlich wirkungsvoll. Wird irgendwie in jedem Spiel als sehr stark dargestellt. Ups. Upsala, Mann, ich schon wieder zum Kotzen. Wobei eigentlich die Armbrust gegenüber Pfeil und Bogen nicht wirklich. Ach du Scheiße, ist das Ding hässlich. Echt, Freund, ist das denn ihr Ernst? Vor allem nur mit diesem Pfeiler. Keine andere Waffe. Aber sehr lautlos. Kann man sagen, was man will. Aber ich nehme trotzdem. Die schöne STG 44. Ah, die Marke. Oh, das war ungeschickt von mir. Das krieg ich richtig. Bolzen zurück. Oh, lecko mio. War jetzt sowas von behindert von mir. Was? Wer schießt denn da schon? Oh verdammt, oh verdammt. Ich glaube, das kann ich direkt neu machen gleich. Ja, das war so beschissen von mir. Ja, gut. Okay. Das sind zwei, Alter. So dumm. Ist ja auch bekloppt gemacht, oder? Die Mission so, da sind zwei Leutchen. Dann machen wir weiter entfernt, das sind dann nämlich mehr. Oh Mann, das sind Spielerchen. Okay. Die anderen habe ich noch nicht gehört. Boah, aber die Munition. Die STG 44. Ist. Toll. Oh, toll. Okay. Ist das erste, wenn ich mich richtig informiert habe, das erste Sturmgewehr. Ah, die Deutschen haben viel Technik zu der Zeit rausgebracht, muss man immer wieder sagen. Technisch waren die einfach recht gut schon. Und damit haben die, sag ich mal, die Ära der Sturmgewehre eingeführt. Sieht so ein bisschen aus, also jetzt hier sieht man es nicht so richtig, aber wenn man das sich mal anguckt, die STG 44 oder auch MG 44 mal genannt, aber MG 44 stimmt ja nicht, weil STG steht für Sturmgewehr 44. Ja. Und MG bedeutet MP. MP steht für Maschinenpistole. War es ja nicht. So, den letzten Bolzen. Warum gibt man uns eigentlich so eine behinderte Waffe am Anfang? Um es einfach uns am Anfang schwer zu machen. Ich kann... Wow. Bin gerade irgendwie durch die Gegend geglitscht. Alter. Die Waffe haut ganz schön rein, Freunde. Muss ich mal so sagen. Toll, jetzt hätte ich gerne noch meine Armbrust. Achso, dann hätte ich wieder. Per Dings töten können hier. So hier. Ganz cool. Mit Physik. So ein bisschen. Ach, leck mich doch, dann halt nicht. Wo? Ja. Der hat sich gleich zur Seite zum Schlafen gerollt. Ja, STG 44 ist schon eine tolle Waffe. Weiß gar nicht, kommt in eigentlich wenig Spielen vor. Sehr komischerweise. So, genau. Find Wirecutters, Destroyer Radio, Cable Car. Disable Emergency Break. Man hat ja deutsche Stimmen. Aber sind die auch
hier draußen oder ist das nur Umgebung? Da ist die Munition, die ich eben noch gesucht habe. Hat ein bisschen weniger Munition als die MP40. Und die hat auch deutlich mehr Rückstoß gehabt als die MP40. Das muss man halt immer noch dazu sagen. Ich finde ja, der große Vorteil an der MP40 war ja halt, dass sie so extrem leicht handelbar war, und das war einfach für den Zweiten Weltkrieg oder zumindest für die Leute, die sie benutzten, super. Das konnte man leichter lernen und war trotzdem noch recht zielsicher, hatte ziemlich viel Munition im Clip gehabt. Und die STG 44 war halt, wie gesagt, ziemlich stark halt. Boah! Ich wollte dich zu Ende pinkeln lassen, mein Freund. Ich möchte ja nicht, dass sie auf deine schönen Stur aufpisst. Ah! Hä, Finn, was? Kommt mal her. Das schaffen sie wieder nicht. Also die Wegfinde-KI teilweise in dem Game ist natürlich völlig für den Arsch. So, die schlafen. So. Ich hatte das nämlich immer gleich interessiert, weil es da hier heißt, ob es eine experimentelle Waffe ist, also arbeiten an einer neuen Waffe und so bla bla. Mich hat dann mal gleich interessiert, habe ich natürlich gleich gegoogelt und so, ob diese Waffen überhaupt hier in diesem Spiel manchmal auch ausgedacht sind, aber hätte ja aber sein können. Aber nein, das ist tatsächlich nicht. Was sieht da das so? Oh. Oh! Ich dachte, der ist tot. Oder? Der hat so ein bisschen so einen Anschein gemacht, der wollte sich eigentlich hinlegen, da oben ist ein Schütze. Ah, das ist scheiße. So, erwische ich ihn. Ist doch geil, dass sie alle die Munition haben. Ziemlich cool. Damit haben wir eigentlich unsere Ruhe. Die Munition ist runtergefallen, denke ich mal. Aber da oben liegt trotzdem noch Munition. Und ich denke mal, ja. Wir werden noch Besuch bekommen. Das sah schon so aus. Ja, das war doch nicht alles. Das ist wie eine MG-Stellung, denke ich mal, oder? Das dachte ich mir. Ach du Scheiße. Nein, nein, mein Freund. Kannst du gleich wieder schlafen. Eigentlich kann ich mein Visier gleich da drauf lassen, weil wenn die da eh alle hingehen. Genau. Das ist doof. Gehen die eh schnell down damit. Kommt da noch welche? Und ich habe da schon wieder eine Explosion gesehen. Schon wieder. Was machen die da hinten? Alter, kommen da viele. Oh, ey, du bist außerhalb der Norm. Penner, die habe ich nicht gerechnet. Muss ich mein Ziel wieder neu justieren? Verdammt, das tanzt gerade hin und her. So, ist okay, glaube ich ganz okay. Aber ich glaube, das war's. Ja. Aber mich hat keiner getroffen. Erstaunlich. Und natürlich droppte hier keiner von den Munitionen. Ist ja logisch. Außer einmal ein Paket, toll, Penner. Oh nein, jetzt habe ich das auch noch genommen. Das First Aid Kit, was da lag. Was? Wo? Ist da hin? Na ho, gehört? Mal schrecken. Oh. Aber der war das. Ja, Alter, ist gut jetzt. Den durfst du nicht schießen lassen. Oh, verdammt.
Schweiz. Man merkt, der Schwierigkeitsgrad, der zieht gerade wieder an. Und ich sehe gerade, dass es wieder ein riesengroßer Wirrwarrgang ist. Was ist das eigentlich für ein Grad? Ritter. Naja, hat er hier der SS-Leute zum Ritter geschlagen. Toll. Finde ich ja immer ein bisschen komisch. Aber jetzt kommen hier nicht nochmal so Gegner, oder? Ja, gut, die haben zwar das Ding dahin gebaut, aber irgendwie nicht mitbedacht, dass man da ja hochklettert. Irgendwie komisch. Naja, ist ja nicht so schlimm. Sowas verzeih ich alles. Ich bin da eigentlich sehr human und sowas. Bin da nicht so pingelig. Ich weiß, wie anstrengend es ist, so ein Spiel zu programmieren. Und ich denke mal, früher haben die, hätten das, wollten das teilweise schon besser machen und konnten es halt nicht. Heutzutage ist es ja anders. Heutzutage können die es teilweise einfach nicht besser machen. Obwohl es möglich ist. Oder wollen es nicht. Oder Penner, ey. Also, du sendest mir nochmal richtig fett eine rein, ne? Wann haben wir nochmal ein First Aid Kit gedroppt, was eh wieder verschwindet. Ich zu weit weggehe. Okay. Aber ich gehe ganz gut immer vor, ich muss sagen. So dass ich das hier alles. Wieder respawned einfach. Jetzt hier wieder weiter zurückgehe, sind hier wieder Gegner. Also manchmal ist komisch. Nein, nein. Ah ja, es gab ja wenigstens wieder Moon. Komischerweise habe ich irgendwie sehr viel Moon verloren. Die Waffe ist so heftig, ey. So ungefähr wie die Bar. Was mich aber dann wieder wundert, was zu was zählt denn die Bar wieder? Ist doch auch ein. Es ist kein. Was gehört schon zum schweren Maschinengewehr oder was? Nee, das ist ja Quatsch. Dafür hat sie viel zu wenig Schuss, die Bar. Oh, verdammt! Das war nicht schlau. Das war richtig behindert von mir gerade. Egal. Genau das. Kann nur von hier was rein. Kann mich von da abschießen, aber. Dann mir kann er nicht. Doch, könnte er, oder? Oh Mann, bleib doch stehen! Bist du bescheuert? Jetzt weiß ich, warum ich so wenig Munition habe. Ist mir gerade wieder schlagartig klar geworden. Ach ja, ich hätte hier auch so sneaky reingehen können. Ach, ist egal. Ich denke mal, ich krieg noch genug Leben. Genau. Das wäre die stylische Variante gewesen. Und hier muss ich sowieso. Oh. Ach, das war wieder so typisch von mir. Na ja, gut, okay. Da haben wir unser Cutter. An seinen Seitenschneider riesig. Vielleicht war es auch eine Gartenschere. Oh, oh. Der war auf der Runde. Ich bin gerade so ein bisschen unvorsichtig, oder, Freunde? Aber ich habe irgendwie auch Glück in Unglück dauernd. Schon Disable Brain. Ja, das ist richtig. Aber ich muss erst das machen. Psst. Steel Cable Car. Na gut, das haben wir ja da. Das war's dann schon. Cool. Ah, geht da durch. Danke. War doch gut gemacht. Schöne Mission, muss ich wieder sagen. Die hat wieder richtig Spaß gemacht.
Man kann es doch schon ein bisschen... Kann es schon doch ein bisschen wie den ersten Teil eigentlich vergleichen. Es ist schon echt eigentlich fast gleich. Von spielbaren her, also von Spaß her. Vielleicht noch den ersten Ticken besser einschätzen, aber der hier ist auch schon ziemlich geil. Oh nein. Gut. Ich fasse Scharfschützengewehre. Also nicht wirklich deswegen, weil man sich damit so blöd zielen tut, total daneben geschossen. Weil das diese Waffe so übelst Sicherheitskontrolle. Halt! Mit Ausrufezeichen. Weil das automatisch anzoomt die ganze Zeit und damit sich so voll behindert zielen lässt. Das zielt, glaube ich, schneller als im ersten Teil. Toll. Oh, das ist... Lässt sich schön schnell schießen. Ist gut. Bisschen langsamer. Was sind unsere Ziele? Enter the castle. Get knife of Abraham. Find demolition charges. Get contents of safe. Find Valhalla. So, ist doch das Schiff von Metroid. Ah, egal. Ein GF-Schiff. So. Eine Karte wäre mal hier nicht schlecht. Ah, gut, hier ist das verdammt. Da gerade was beschossen schon. Ist es hier eigentlich auch so, dass ich dann ein bisschen weiter gucken kann? Nee. Doch, genauso wie im ersten Teil. Wie Pferde? Was soll das denn? Warum soll ich denn hier unten rein können, wenn hier gar nichts ist? Das ist ja komisch. Wer schießt denn hier? Oh. In der Gong! Ach, Klappe da rum. Ich kann ja dich nicht mehr abschießen, weil du so dämlich spielst. Dann gehe ich einfach rein. Ich denke mal, ich komme da eh noch hin. Ach, die haben hinter mir einfach zugemacht. Dummer Scharfschütze. Schießt die ganze Zeit gegen die Holz. Also, ich komme doch nicht. Doch. Boah, das ging jetzt gerade fix. Oder? Wie sieht ihr das? Oh, kommst du denn her? Gut, dass ich ein Stück zurückgegangen bin. Ich konnte nämlich nicht orten, von wo der kam. Ah ja, da komme ich doch zum Scharfschützen. Jetzt gibt's auf die Fresse, mein Freund. Jetzt eigentlich eine Befandnis. Er stand da hier mal vor und hat auf mich geschossen. Ja gut, er kann sich gar nicht bewegen. Ich kann mich auch nicht zur Seite bewegen. Keine Ahnung. Ach, wir nehmen einfach jede eklige Art von Leben jetzt hier auf. Ja, okay, das war jetzt irgendwie nur zur Vervollständigung, denke ich mal, gedacht. Jetzt spawnen hier bestimmt wieder Gegner. Müster. Geil. Düster und mystisch. Ah, ja, Müster. Seht ihr, Freunde? So, was ihr habt das. Oh, hier gibt es so viele Wege wieder. Was war das? Das ist ja eine harte Tür, ey. Haufenweise krasse Symbole drauf. So. Hey. Schon wieder so abgesäbelt, geil. 300 Schuss ist nur Maximum. Ah!
Du hast eine Waffe, ich hab auch eine Waffe. Du Penner. Schieß mich nicht nochmal. Wie Rambo ab. Das ist ja krass, jetzt was ich hier. Jetzt muss ich mal. Alles klar. Hier sind die Demolition Charges. Das wird jetzt hier nochmal ein heikles Thema.